Was sind Sonderposten? Sonderposten beziehen sich meistens auf Fördermittel aus der öffentlichen Hand. Diese sind dann wie eine Forderung an die Behörde zu sehen, welche die Fördermittel zur Verfügung stellt. Durch jährliche Abschreibungen werden dann nicht nur das Anlagevermögen vermindert, sondern auch die Höhe der Sonderposten. So werden zum Beispiel neu angeschaffte und auch mit Fördermittel bezahlte Laptops in einem Krankenhaus gleichmäßig im Anlagevermögen und als Sonderposten gemindert. Was wissen Sie zur Plankostenrechnung? Die Plankostenrechnung ist eine vorwärtsbezogene Rechnung. Sie kalkuliert also in der Zukunft. Allerdings kann man auch mit der Vergangenheit rechnen, und zwar per Soll-Ist-Vergleich, bei dem man die geplanten mit den tatsächlich angefallenen Kosten vergleicht. Somit ist sie ein Instrument zur Betriebskontrolle. Die bedeutendsten Varianten sind Standardplankostenrechnung, flexible Plankostenrechnung auf Vollkostenbasis, flexible Plankostenrechnung auf Teilkostenbasis. Der Kostenvergleich ist eine Methode zur Überprüfung der Wirtschaftlichkeit. Welche Arten des Kostenvergleichs kennen Sie? Vergleich innerhalb eines Unternehmens zwischen anderen Abteilungen, Zeiträumen, etc. Vergleich von verschiedenen Zeiträumen. Vergleich mit anderen Unternehmen gleich Benchmarking. Was fordert die Bilanzidentität und was die Bilanzkontinuität? Die Bilanzidentität fordert eine identische Schlussbilanz mit der Eröffnungsbilanz des neuen Geschäftsjahres. Die Bilanzkontinuität verlangt eine identische Gliederung bei der Erstellung der Bilanz auch auf die zukünftigen Jahre. Skizzieren Sie bitte einen Break-Even-Point. Was versteht man unter zentralem Controlling? Zentrales Controlling ist dadurch gekennzeichnet, dass eine eigene Fachabteilung im Unternehmen existiert und von dort alle Controlling-Aufgaben wahrgenommen werden. Diese Abteilung ist meistens direkt der Geschäftsführung als Stabsstelle zugeordnet. Es wird oftmals nur direkt an die Geschäftsführung berichtet. Was versteht man unter dezentralem Controlling? Dezentrales Controlling stellt die Möglichkeit dar, dass am Unternehmen keine eigene Controlling-Abteilung existiert, sondern dass die Controlling-Aufgaben den jeweiligen Fachabteilungen zugeordnet sind, zum Beispiel Logistik-Controlling, Vertriebs-Controlling, etc. Der liegt darin, dass die eigenen Bereiche die Ergebnisse besser interpretieren können. Welche Motive für eine Investition kennen Sie? Was versteht man unter einer Sicherungsübereignung? Unter der Sicherungsübereignung wird ein Vertrag verstanden, der zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer geschlossen wird. Mit der Sicherungsübereignung überträgt der Schuldner dem Gläubiger das Recht an einer Sache, ohne ihm diese physisch zu übergeben. Eine solche Sicherungsübereignung ist wirtschaftlich betrachtet ein Pfandrecht und nach § 929, 930 BGB geregelt. Das Pfand wird dem Gläubiger jedoch physikalisch nicht übergeben, sodass der Sicherungsgeber zunächst im Besitz der Sache bleibt. Von welchen drei Säulen wird die Kosten- und Leistungsrechnung getragen? Kostenrechnung. 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 Kostenartenrechnung, Kostensteinrechnung, Kostenträgerrechnung. Nach welchen Grundsätzen sollte die Kostenartenrechnung erfolgen? Eindeutigkeit der Kostenarten. Kosten-Nutzen-Relation. Verzeichnung aller Kosten. Keine Überschneidungen bei Behaltung der Zuordnung über mehrere Perioden, um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Welche Kosten werden bei der Teilkostenrechnung betrachtet? In der Regel werden nur variable bzw. die Einzelkosten den Kostenträgern zugeordnet. Die nicht verrechneten Kosten werden zusammen in einem Block in die kurzfristige Erfolgsrechnung übernommen. Nennen Sie die Aufgaben des Controllings. Steuerung, Entscheidungsunterstützung. Planung, Ermittlung der Zielwerte. Kontrolle, Zoll, ist Abweichung. Information, Informationsermittlung. Worin besteht beim Pfandrecht der Unterschied zur Sicherungsübereignung? Beim Pfand geht der verpfändete Gegenstand in den Besitz des jeweiligen Gläubigers über. Bei der Sicherungsübereignung bleibt der Besitz beim Schuldner. Was versteht man unter Factoring? Factoring ist eine Art der modernen, sicheren und immer öfter praktizierten Finanzdienstleistung, die der kurzfristigen Umsatzfinanzierung eines Unternehmens dient. Factoring bedeutet, regelmäßig wiederkehrende Forderungen zu verkaufen und somit die Liquidität im Unternehmen zu steigern. Das Factoring-Unternehmen erwirbt die Geldforderungen des Factoring-Kunden aus Waren- oder Dienstleistungsgeschäften gegen dessen Kunden, Debitor, und zieht die Lieferantenforderungen ein. Als Gegenleistung für die Abtretung der Forderungen des Factoring-Kunden leistet der Factor umgehend eine Zahlung an den Factoring-Kunden, die sich an der Höhe der Forderung orientiert. In der Regel beträgt dieser Betrag etwa 3% vom Auftragswert. Was ist der Unterschied der Revision zum Controlling? Vergangenheitsorientiert, ordnungsorientiert. Nennen Sie drei Vorteile und drei Nachteile von Factoring. Vorteile: schnelle Zahlung durch den Factor nach ca. 2 Tagen, komplette Absicherung gegen Forderungsausfälle. Einsparungen bei kompletten Outsourcing. Die Liquidität steigt kontinuierlich mit dem Umsatz. Kein eigenes Mahnwesen notwendig. Nachteile: Factor-Kosten verringern das Eigenkapital. Nicht alle Branchen lassen sich absichern, weil dazu ein vorher sehr genauer Katalog des Leistungsumfangs vorliegen muss, zum Beispiel bei Dienstleistern, Rufschädigung möglich, da behauptet werden kann, dass das Unternehmen sich kein eigenes Forderungsmanagement leisten kann. Nennen Sie Vorteile der linearen Abschreibung. Anwendbar bei allen bewegbaren und unbeweglichen Anlagengegenständen. Kein Restwert, der gleichmäßige Abschreibung. Einfache Berechnung. Preise besser kalkulierbar. Was ist der Vorteil der degressiven Abschreibung? Höherer Abschreibungsbetrag in den ersten Jahren. Bezeichnet den eigentlichen Wertverlust des Anlagegutes besser. Möglichkeit des Wechsels zu linearer Abschreibung in der Schlussphase. Welche zwei Grundformen der Außenfinanzierung existieren? Beteiligungsfinanzierungen, zum Beispiel Aufnahme neuer Gesellschafter, Kredite, Darlehen und so weiter. Nennen Sie bitte zwei Sonderformen der Finanzierung. Kapitalbeteiligungen, Factoring, Leasing. Nennen Sie zwei Nachteile bei der degressiven Abschreibung. Nur nutzbar bei beweglichen Anlagegegenständen. Berechnung komplizierter als bei linearer Abschreibung. Max 25% des linearen AFA-Satzes möglich. Nennen Sie die Formel zur Berechnung des linearen AFA-Betrages. Linearer AFA-Betrag ist gleich Anschaffungskosten geteilt durch Nutzungsdauer. Nennen Sie bitte 5 verschiedene Risikosteuerungsstrategien. Risiko.
Risikovermeidung, Verminderung, Begrenzung, Überwälzung, Akzeptanz. Was verstehen Sie unter Basel II? Hierbei ist die Gesamtheit der Eigenkapitalvorschriften gemeint, die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im Jahr 2006 umgesetzt wurden. Vor Basel II musste jede Bank für ein Darlehen gleich 8% als Eigenkapital zurückstellen. Hierbei wurde damals aber nicht darauf geachtet, wie sicher ein Kredit ist oder nicht. Mit Basel II wurde neu geregelt, dass die Eigenkapitalquote nun nicht mehr pauschal, sondern nach dem Kreditrisiko berechnet wird. Basel II äußert sich somit, dass gute Schuldner erheblich weniger Kreditzinsen zu zahlen haben. Welche Möglichkeiten gibt es, die Liquidität des Unternehmens abzusichern? Ausnutzung eines Lieferantenkredites. Kurzfristige Zahlungsziele an die Kunden. Langfristige Zahlungsziele bei den Lieferanten. Leasing. Kreditgewährung bei Banken. Was ist die kurzfristige Preisuntergrenze in der Vollkostenrechnung? Die Preisuntergrenze ist der Preis, der die variablen Stückkosten deckt. Die Fixkosten werden vorübergehend nicht beachtet. Was versteht man unter Bildungscontrolling? Bildungscontrolling ist die regelmäßige Planung, Kontrolle und Steuerung von Weiterbildungen. Idealerweise sollte dies von der Personalabteilung geführt werden. Nennen Sie bitte die Kernfunktion des Factoring. Schneller Geldeingang durch Vorschuss des Factor. Komplettes Ausfallrisiko liegt nun beim Factor. Mahnwesen, Debitorenbuchhaltung, Inkasso. Nennen Sie bitte die 7 geläufigsten kalkulatorischen Kostenarten. Kalkulatorische Abschreibungen. Kalkulatorische Miete. Kalkulatorische Pacht. Kalkulatorischer Gewinn. Kalkulatorischer Unternehmerlohn. Kalkulatorische Wagnisse. Kalkulatorische Zinsen. Nach welchen Merkmalen können Kostenstellen gebildet werden? Nach Funktionen. Räumlichen Merkmalen. Organisatorischen Merkmalen. Verrechnungstechnischen Merkmalen. Was bezeichnet man als den Leverage-Effekt? Die Eigenkapitalrendite steigt mit zunehmendem Verschuldungsgrad, wenn die Gesamtkapitalrendite größer ist als der Zins für Fremdkapital. Wenn also ein Unternehmen die Chance sieht, durch Fremdfinanzierung zum Beispiel 20% Rendite zu erwirtschaften und der Fremdkapitalzins nur 10% beträgt, dann ist es sinnvoll, diese Investition zu tätigen. Welche zwei Arten der Kreditfähigkeiten existieren? Qualifikationen, Alter, familiäre Situation, Einkommens- und Vermögenssituation. Was versteht man unter Anlasskosten? Bei den Anlasskosten liegen Aufwendungen vor, jedoch entsprechen die Zahlen der Finanzbuchhaltung nicht dem tatsächlichen Werteverzehr. Anlasskosten sind zum Beispiel kalkulatorische Abschreibung und kalkulatorische Fremdkapitalzinsen. Welche Aufgaben hat die Kosten- und Leistungsrechnung? Darstellung, Planung, Kontrolle. Nennen Sie zwei Beispiele für Zusatzkosten. Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen. Kalkulatorischer Unternehmerlohn. Kalkulatorische Zinsen. Was ist der Break-Even Point? Das ist der Punkt, an dem Erlös und Kosten einer Produktion oder eines Produktes gleich hoch sind und somit weder Verlust noch Gewinn erwirtschaftet wird. Vereinfachend kann man behaupten, dass an der Gewinnschwelle der Deckungsbeitrag aller abgesetzten Produkte identisch mit den Fixkosten ist. Wird die Gewinnschwelle überschritten, macht man Gewinne, wird sie unterschritten, macht man Verluste. Was versteht man unter operativer Planung im Bereich der Investitionsplanung? Die operative Planung hat kurzfristige Zeitfenster. Es geht hierbei um Investitionen mit oftmals nur geringen Beschaffungswerten. Beispiel ist die Neuanschaffung eines neuen PC, Druckers und so weiter. Was versteht man unter Einzelkosten? Einzelkosten bezeichnen Kosten, welche abhängig von der Ausbringungsmenge eines Produktes sind. Für jede Einheit eines Produktes fallen bestimmte Kosten an. Diese sind direkt auf das Produkt anrechenbar. Die Einzelkosten, die auch direkte Kosten genannt werden, können dem Kostenträger unmittelbar zugerechnet werden. Bei der Zurechnung von Einzelkosten auf Kostenträger bleibt das Kostenverursachungsprinzip voll gewahrt. Einzelkosten sind Kosten, die einer Bezugsgröße direkt zugerechnet werden können. Bezugsgrößen sind häufig die Endprodukte als Kostenträger, es kommen aber auch zum Beispiel Produktgruppen, Kostenstellen, Kostenbereiche, Prozesse etc. in Betracht. Ab welcher Stelle bringt die Ware nach Detailkostenrechnung einen Verlust? Wenn der Endverkaufspreis unter den variablen Kosten liegt. Ab diesem Punkt steigt der Verlust, umso mehr Ware verkauft wird. Ein Produkt verursacht dauernd Verluste. Welchen Grund könnte es geben, das Produkt doch am Markt zu lassen? Imagegründe, zum Beispiel Nasra Siragilette macht 3, vertragliche Gründe, unter anderem mit Händlern, Bekanntheitsgrad weiter hochhalten. Bei Behaltung eines hohen Marktanteils, was ist eine Fixkostenregression? Die Fixkostenregression ist die Abnahme der Fixkosten, fixe Stückkosten pro Leistungseinheit bei steigender Beschäftigung. Unter Fixkostenregression versteht man in der Kostentheorie, dass die gesamten fixen Kosten bei steigender Ausbringung auf eine größere Menge von Kostenträgern verteilt werden und infolgedessen die Stückkosten degressiv verlaufen, Kostenverlauf. Die Fixkostenregression, auch genannt, kennzeichnet das Sinken der fixen Kosten pro Stück mit zunehmender Beschäftigung. Je größer die Beschäftigung ist, desto niedriger sind die fixen Kosten pro Stück. Ein Unternehmensberater schlägt vor, die Abteilung Controlling neu im Unternehmen einzurichten. Welche Möglichkeiten existieren, um diese in die Aufbauorganisation zu integrieren? Wie sollte eine Aufbauorganisation agieren? Als eigenständige Abteilung gibt es die Möglichkeit der Integration als Stabsstelle oder als Linienstelle. Anforderungen Aufbauorganisation. Langfristig etc. Sinnvoll, klar strukturiert, wirtschaftlich sinnvoll, flexibel, auf Dauer, langfristig ausgelegt. Was unterscheidet die Gewinn- und Verlustrechnung von der kurzfristigen Erfolgsrechnung? Die kurzfristige Erfolgsrechnung ist eine Erfolgsermittlung. Betriebserfolg gleich Betriebsertrag minus Kosten der betrieblichen Leistungserstellung in kürzeren Abständen, zum Beispiel vierteljährlich, monatlich oder sogar wöchentlich. Was versteht man unter strategischer Planung im Bereich der Investitionsplanung? Hierbei handelt es sich um langfristige Strategien. Diese Investitionen sind gekennzeichnet von hohem Kapitalwert. Beispiele sind Entscheidungen, wie beispielsweise Erweiterungen des Firmenbereiches oder das Einrichten von neuen Forschungs- und Entwicklungsrichtungen. Was versteht man unter Bürgschaft? Die Bürgschaft ist ein, durch den sich der Bürger verpflichtet, dem Gläubiger für die Erfüllung der Verbindlichkeit eines Schuldners einzustehen. Während bei einer gewöhnlichen Bürgschaft der Bürger das Recht hat, von dem Gläubiger die Vorausklage gegen den Hauptschuldner zu verlangen, entfällt dieses Recht bei der selbstschuldnerischen Bürgschaft. Der Bürger ist sofort zur Zahlung verpflichtet, wenn der Hauptschuldner nicht die Verbindlichkeit bei Fälligkeit begleicht. Wie wird der Kapitalbedarf errechnet?
Kapitalbedarf ist gleich kumulierte Ausgaben geteilt durch kumulierte Einnahmen. Was versteht man unter Annuität? Eine Annuität ist ein jährlich bzw. regelmäßig zu zahlender Betrag für Verzinsung und Tilgung eines. Im Darlehensvertrag können entweder konstante jährliche Zahlungen eines gleich hohen Betrages oder variable Annuitäten festgelegt werden. Bei konstanten Annuitäten nimmt durch fortlaufende Tilgung die Restschuld kontinuierlich ab, sodass der Zinsanteil der jährlichen, gleichbleibenden Zahlung sich zugunsten des Tilgungsanteils reduziert. Die variable Annuität zeichnet sich durch einen gleichbleibenden Tilgungsbetrag und entsprechend abnehmende Zinszahlungen aus. Was ist die goldene Finanzierungsregel? Die goldene Finanzierungsregel fordert, dass die Dauer der Kapitalbindung im Vermögen nicht länger als die Dauer der Kapitalüberlassung sein soll. Langfristig gebundenes Vermögen sollte durch langfristiges Kapital, kurzfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristiges Kapital finanziert sein. Unternehmensexterne Berater können die Einhaltung der fristenkongruenten Finanzierung anhand der goldenen Bilanzregel überprüfen. Das bedeutet Return on Investment, ROI. Das Return on Investment, ROI, ist eine Kennzahl, die das Verhältnis zwischen Gewinn und investiertem Kapital angibt. Sie wird häufig als Maßstab für die Leistung und die Rentabilität eines Unternehmens oder eines Geschäftsbereichs verwendet. Da der ROI unabhängig von der Größe des analysierten Geschäftsbereiches ist, macht er einen Vergleich zwischen unterschiedlich großen Einheiten möglich. Der Return on Investment ist das, was aus dem Investment zurückkehren soll. Er drückt somit das Gewinnziel aus. Der Gewinn wird auf das investierte, betriebsnotwendige Vermögen bezogen, weil die Führungskräfte den Gewinn mit der Investition, mit den vorhandenen Gütern, erarbeiten müssen. Der deutsche Begriff für den ROI ist Gesamtkapitalrentabilität. In einem Meeting wird angesprochen, ob für das neue Produkt eine Make-or-Buy-Entscheidung aussteht. Was kann man darunter verstehen? Make-or-Buy ist das Entscheidungsproblem, ob ein Gut selbst hergestellt oder gekauft werden soll, Eigenfertigung oder Fremdbezug. Das Entscheidungsproblem Make-or-Buy stellt sich sowohl bei produktionswirtschaftlichen als auch bei beschaffungspolitischen Überlegungen. Die Frage des Selbermachens ist dabei insbesondere vom Vorhandensein freier Kapazitäten und entsprechender Finanzierungsmöglichkeiten abhängig. Was ist eine Zession? Forderung bzw. Sicherungsabtretung. Sicherungsmittel bei Kreditvergabe, meist als Forderungsübertragung, das waren Lieferungen von dem Sicherungsgeber, Kreditnehmer, auf den Sicherungsnehmer, Kreditgeber. Durch die Zession wird der Sicherungsnehmer zum Gläubiger. Zession, deutsch Forderungsabtretung, ist eine vertragliche Abmachung, die die Übertragung einer Forderung vom bisherigen Gläubiger, Zedenten, auf den neuen Gläubiger, Zessionar, zum Inhalt hat. Was versteht man unter Kennzahlen? Kennzahlen sind Informationen, die eine betriebswirtschaftliche Aussage geben. Sie sind das wichtigste Kriterium für einen Controller. Kennzahlen bilden Maßstäbe ab, ermöglichen so eine Kontrolle und ermöglichen Vergleiche innerhalb und außerhalb eines Unternehmens. Welche Aufgabe hat die Kostenartenrechnung? Die Kostenartenrechnung hat die Aufgabe, alle Kosten zu erfassen und in Gruppen systematisch zu ordnen. Kostenarten sind zum Beispiel Beschaffungskosten, Lagerhaltungskosten, Vertriebskosten, Verwaltungskosten. Wie lautet der Grundsatz eines jeden Buchhalters? Keine Buchung ohne Beleg. Nennen Sie vier Beispiele für Gemeinkosten. Steuern, Versicherungen, Gehälter, Hilfslöhne, Sozialkosten. Worin besteht der Unterschied zwischen Vorschuss und Abschlägen? Ein Vorschuss ist einer auf einen noch nicht fälligen Betrag. Bei der Abschlagszahlung ist er bereits entstanden. Wie werden Anschaffungskosten berechnet? Rechnungspreis. Anschaffungspreisminderung, Rabatt, Skonto. Plus Aufwendung für Zustandebringen in einen betriebsbereiten Zustand. Plus Anschaffungsnebenkosten. Plus nachträgliche Anschaffungskosten. Gleich Anschaffungskosten. Welche Ursachen führen zu Abschreibungen? Substanzminderung. Technischer Verschleiß. Entwertung durch Fristablauf, Patente, Entwertung durch Bedarfsverschiebung. Was passiert bei Privatentnahme und Privateinlage aus buchhalterischer Sicht? Privatentnahmen mindern das Eigenkapital. Privateinlagen mehren das Eigenkapital. Was fordert die Bilanzklarheit und was die Bilanzwahrheit? Die Bilanzwahrheit fordert einen vollständigen und richtigen Jahresabschluss. Die Bilanzklarheit verlangt einen klaren und übersichtlichen Jahresabschluss. Was sind Einzelkosten? Einzelkosten können dem einzelnen Kostenträger zugeordnet werden. Einzelkosten sind zum Beispiel Fertigungsmaterial und Fertigungslöhne. Welche Analyseschwerpunkte sind im Jahresabschluss einer Kapitalgesellschaft sichtbar? Vermögensstruktur, Kapitalstruktur, Liquiditätsanalyse, erfolgswirtschaftliche Analyse. Welche Prozessarten werden unterschieden? Nach dem Inhalt Geschäftsprozesse, Projektprozesse. Nach der Bedeutung Kernprozesse, Unterstützungsprozesse. Nach der Hierarchie Hauptprozess, Teilprozess. Was ist ein Prozess? Ein Prozess ist gekennzeichnet durch Anfang und Ende. Gemeinsame Informationsgrundlage. Sachlich und terminlich zusammenhängende Aufgaben. Skizzieren Sie die Formel zur Berechnung der Grenzstückzahl beim Vergleich von zwei Investitionsobjekten. Fixkosten 2 minus Fixkosten 1 geteilt durch variable Stückkosten 1 minus variable Stückkosten 2 ist gleich Grenzstückzahl. Was ist die Kapitalwertmethode? Sie ist ein finanzmathematisches Verfahren der Investitionsrechnung. Durch Auf- oder Abzinsung, Diskontierung und Addition aller mit einem Investitionsprojekt verbundenen Ein- und Auszahlungen mit einem festzulegenden Kalkulationszinsfuß auf dem Betrachtungs- bzw. Entscheidungszeitpunkt erhält man den Kapitalwert des betrachteten Investitionsprojektes, Investition. Ist der Kapitalwert positiv, so ist das Investitionsprojekt, bezogen auf dem zugrunde liegenden Kalkulationszinsfuß, absolut vorteilhaft. Werden die Kapitalwerte mehrerer Projekte verglichen, so ist das Projekt mit dem höchsten Kapitalwert das relativ vorteilhafteste. Was sind die Nachteile bei einer Portfolioanalyse? Eine willkürliche Abgrenzung der vier Felder. Abhängigkeiten werden nicht berücksichtigt. Die Normstrategien sind nicht immer direkt anwendbar. Es wird keine Konkurrenz berücksichtigt. Benennen Sie den Unterschied zwischen Innenfinanzierung und Außenfinanzierung und geben Sie jeweils zwei Beispiele an. Außenfinanzierung gleich externe Mittelzuführung. Beispiele. Kreditaufnahme. Darlehennutzung Lieferantenkredit. Nutzung von Akkreditiven. Aufnahme neuer Gesellschafter bei GmbH. Ausgabe von Aktien. Innenfinanzierung gleich Finanzierung aus dem Unternehmen selber. Beispiele. Nutzung der Gewinne zum Neuerwerb. Durch erhöhte Abschreibungen. Ausrückstellungen. Was verstehen Sie unter der kurzfristigen Fremdfinanzierungsform Vorfertigung?
Vorverzierung ist eine Finanzierungsmöglichkeit durch den Verkauf von Forderungen gegenüber ausländischen Kunden an Kreditinstitute. Die Bank hat nach Ankauf kein Rückgriffsrecht auf den Exporteur, falls der Kunde seine Forderung nicht bezahlt. Hierbei handelt es sich oft um langfristige Forderungen von bis zu ca. 6 Jahren. Was verstehen Sie unter dringliche Sicherheiten und welche drei Formen kennen Sie? Bewegliche Sicherheiten. Möbel, Einrichtungen, Fahrzeuge, PCs, Handys, Waren, Rohstoffe, etc. Abtretung von vorhandenen Forderungen. Unbewegliche Sicherheiten. Gebäude, Grundstücke, Flugzeuge, Schiffe. Aus welchen 5 Komponenten besteht die Branchenstrukturanalyse? Mitbewerber, Konkurrenten, Kunden, Ersatzprodukte, Zulieferer. Immer wieder muss man mit den Begriffen Investition und Finanzierung umgehen. Was ist der Unterschied in der Betrachtungsweise der beiden Begriffe? Es wird wie folgt unterschieden. Investition gleich wofür wird das Geld ausgegeben? Finanzieren gleich wo kommt das Geld her? Der Liquiditätsplan ist einer der Analyseschwerpunkte im Jahresabschluss. Was wissen Sie darüber? Der Liquiditätsplan ist ein, welches vorwiegend für eine kurzfristige Finanzplanung herangezogen wird. Hierbei werden alle Ein- und Ausgaben erfasst, welche in einem relativ kurzfristigen Zeitraum, in der Regel maximal ein Jahr, stattfinden. Ziel ist es, dass das Unternehmen liquide minus lateinisch liquidus gleich flüssig ist, um alle zu können. Anderenfalls drohen hohe Verpflichtungen, zum Beispiel durch die teure Aufnahme von Fremdkapital oder sogar die Insolvenzzahlungsunfähigkeit. Was ist die? Die Kassenhaltung ist im Unternehmen die für die Begleichung von kurzfristigen Forderungen. Unternehmen sind bestrebt, dass die Bargeldvorräte den kurzfristigen Bedarf decken, allerdings keine negativen Auswirkungen auf das Unternehmen haben, da diese Anlagenform keine Rendite abwirft. In den Wirtschaftstheorien unterscheidet man 3 Kassen. Zum Beispiel unvorhergesehene Käufe, wie zum Beispiel einen neuen LKW, weil der alte LKW einen plötzlichen Motorschaden hat. Geld als Tauschmittel. Geld als Wertaufbewahrungsmittel. Vorsichtskassen, Transaktionskassen, Spekulationskassen. Der langfristige Kapitalbedarf wird über eine langfristige Planung festgelegt. Wie kann dieser erfolgen? In der Regel erfolgt diese überein und stellt eine langfristige Planung dar. Die Kapitalbedarfsplanung erfolgt zuerst bei der Gründung des Unternehmens und wird danach regelmäßig fortgeführt. Liegt eine Unterdeckung vom Eigenkapital zum benötigten Kapitalbedarf vor, in der Gründungsphase üblich, muss diese mit Fremdkapital gedeckt werden. Was wissen Sie zum Betriebsabrechnungsbogen, PAP? Antwort. Der Betriebsabrechnungsbogen gehört zur Kosten- und Leistungsrechnung und dort zur Untergruppe der Kostenstellenrechnung. Wo sind die Kosten entstanden? Seine Aufgabe ist die Darstellung der Kostenstellen in Bezugnahme zu den Kostenarten.